Hallo, meine lieben Kreativen. Ja, heute wollte ich mit euch ein kleines neues Bild anfangen. Und ich habe mir dafür schon hier die Döschen parat gestellt. Ich habe die Dosen aus meinem Koffer genommen, aus dem 60er. Ganz einfach deswegen, weil ich ja zwischendrin noch andere Bilder mache. Und dann kann ich das nämlich wunderbar da reinstellen. Und sucht dann nicht irgendwann die Steine. Ja, als Folienbeschwerer nehme ich heute mal einen Beschwerer aus meinem Shop, beziehungsweise einen Magneten. Da habe ich halt auch schon einen Magnet dran gemacht und habe mich hier für den Teddy entschieden. Ja, und ich zeige euch dann nach meinem Intro, um welches Bild es sich handelt. Dann wollen wir mal, würde ich sagen. Ich zeige euch jetzt gerade mal das Bild. Das Bild habe ich von Do It Yourself Digital Art. Und es hat runde Steinchen und es handelt sich um die Tinkerbell. Genau, die wollte ich jetzt mit euch zusammen anfangen. Und da muss ich ganz kurz mal gucken. Ja, der Klebestreifen ist hier. Okay, gut. Das heißt, ich bräuchte noch nicht mal Washi-Tape. Das ist doch super. So. Ja, ich habe mir die Symbole von dem Bild auf die Flaschen drauf gemacht, damit ich nicht die ganze Zeit hier auf die Legende gucken muss. Und ich kann dann direkt drauf lospainten. Ja, genau. So, ich würde dann sagen, ich hole euch mal gerade ein bisschen näher ran. Dann können wir nämlich direkt anfangen. Ja, ich habe mich nämlich dafür entschieden, dass wir jetzt hier unten anfangen. Es ist jetzt zwar noch ein bisschen gewellt, das Bild, aber es ist nicht schlimm. Das beschwert sich ja auch durch die Steine, gell? So. Ja, ich habe hier sonst alles parat gelegt. Ne? Also ich habe jetzt den Stift, den ich mir von Do It Yourself Digital Art ausgesucht habe. Den habe ich jetzt hier auch. Den nutzen wir auch direkt mal, ne? Genau, wenn schon, denn schon. Dann habe ich mir, wie gesagt, eine Pinzette dazu gelegt. Ich habe mir Wachs hier schon reingelegt, zwar ein angefangenes, aber das ist ja egal. Und dann habe ich hier noch meine Schere liegen. Ups, ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles sehen. Ah, okay. So, genau, die Schere und halt mein Teddy. Ja. So, dann wollen wir mal anfangen. Ich würde sagen, wir drehen das so ein bisschen. Und dann mache ich mir das hier einfach mal auf, ja, so die Hälfte schneide ich mir auf. So, das mache ich nämlich ganz gerne so. Gut, also das haben wir jetzt hier schon mal aufgeschnitten. Dann, wie gesagt, nehme ich jetzt hier den Teddy. Das ist ein Versuchsteddy gewesen, aber ich finde den eigentlich ganz gut. Ja, und zwar hat der nämlich an den Ohren, an der Nase, an den Pfoten, ne, hat der so Hologramm-Glitzer. Finde ich ganz cool. Ist ganz gut geworden. So, dann mache ich jetzt hier den Magneten ab. Da haben wir einmal einen kleinen Magneten und einen großen. Den kleinen habe ich an dem Teddy dran. Und den anderen habe ich, ne, für unten drunter. So, ich lege jetzt gerade erstmal den hier unten drunter. Ich zeige es euch. Schwupps, da liegt er. Dann klappen wir die Folie hoch. Und dann wollen wir mal gucken, wie stark der Magnet ist. Passt mal auf. Wartet. Ja, man sollte ihn auch dahin legen, wo der Magnet liegt, ne? So, da ist er. Ja, das Klacken habt ihr gehört. Ja, genau, da ist der Folienmagnet. So, wir machen mal gerade das Lichtpad an. Gerade gucken, so, dass ihr auch alles seht. Genau, ja. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Fangen wir mal an mit der 8. Ich muss mal gerade die Dosen ein bisschen nach hinten schieben. So, wir fangen wie gesagt an mit der 8. Die ist hier vorne und dort. Genau, füllen wir uns jetzt ein paar Steinchen von der 8 rein. Es sind wie gesagt runde Steine. So, ich zeige es euch mal. Genau, das sind die Steine.
Und ja, ich bin von den Steinen und auch von den Bildern mit der Klebefläche total überzeugt von der Firma. Also die machen wirklich ihre Sache super. So, wir fangen dann einfach mal an, die Steine zu legen. So. Genau, also am Anfang mache ich das immer mit dem Einersetzer und wenn ich dann weiter oben bin, dann arbeite ich dann auch immer gern mit dem Mehrfachsetzer. Ja, ich habe mich übrigens jetzt mittlerweile auch verliebt in den Vierersetzer. Also der Vierersetzer, der ist wirklich gut. Ich habe sonst immer mit dem Dreiersetzer gearbeitet. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle sehen. So. Ja, irgendwie ist mein anderes Stativ futsch. Also ich weiß jetzt nicht, wo ich es hingelegt habe. Wir haben hier nämlich umgeräumt und einen Schrank eingeräumt, den wir besorgt haben. Und ja, jetzt muss ich nachher mal gucken, wo ich mein Stativ habe, das andere. Na, egal. So seht ihr wenigstens das Bild und seht auch das Ergebnis dann von dem Bild. So. Also wie gesagt, die Steine und das Bild, das ist wirklich super, eine super Qualität. Schnelle Lieferung und ich bin davon wirklich total begeistert. Also ich finde die richtig klasse. So. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wie gesagt, dass ich jetzt hier zwischendrin das runde Bild mache. Ich habe zwar hier auch noch das Saramund-Bild liegen, ich habe auch noch das Mistovi hier liegen und ich habe noch mein personalisiertes Bild hier liegen. Aber das Personalisierte, das mache ich also jetzt am Wochenende, mache ich da weiter mit Micha. Der ist ja auch an seinem personalisierten Bild dran. Und wir painten dann abends immer zusammen am Wochenende. Und das Mystery muss ich auch noch fertig machen mit der lieben Annie. Ja. Genau. Ja, und das Saramund, das habe ich jetzt eben auch ein Stückchen weiter gemacht. Da muss ich auch sagen, also die Steine liegen auch super. Und gut, das werdet ihr aber alles dann in einem Video sehen, das ich vor diesem hier hochgeladen habe. Genau. So. Ja, mein Wachs will heute wieder nicht so wie ich. Gucken, bis da hoch kann ich gehen. Gut. So. Also ich muss wirklich sagen, das ist gut. Ich bin sehr, 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 sehr doll auf das Ergebnis gespannt von dem Bild. Denn ich wollte eigentlich hoch. Jetzt fällt mir schon der Stein genau auf die Zahl, wo ich hin muss. ich wollte hier eigentlich ABs reinmachen. Aber ich habe mich doch dagegen entschieden. Ich werde das so lassen, wie es ist. Ich habe keine identische Farbe davon, wo ich das reinsetzen wollte. Gut, ich könnte es natürlich weiß machen, aber ich weiß nicht. Mal gucken, vielleicht entscheide ich mich ja doch noch um. Och, dieses Wachs heute. Dasselbe Problem wie immer. Die Steine halten nicht. So. Tun wir mal gerade Wachs nachfüllen im Stift.
Wart ihr eigentlich schon auf meiner Shopseite stöbern? Das würde mich mal interessieren. Ja, ich habe da nämlich neue Sachen drauf für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, unter anderem, wie gesagt, die Folienmagneten gibt es jetzt bei mir. Ich habe auch noch andere Folienmagneten, da zeige ich euch auch direkt einen anderen noch, den ich hier habe. Und zwar nämlich zum Beispiel einen Diamanten. Ne? Da habe ich hier dann den Magneten dran gemacht. Das heißt, wenn das auf der Folie liegt, sieht das dann so aus. Nee. Genau. Den habe ich mir jetzt ausgesucht. Der Micha, der hat sich auch einen ausgesucht. Moment. Genau, der Micha hat sich den hier ausgesucht. In Türkis. Ne? Der hat auch ein Magneten unten drunter, und ich finde das so eine ganz coole Idee, wenn das dann so liegt, der Diamant. Ups. Ja, und die Magneten sind stark, die ziehen sich gegenseitig hier gerade an. So. Genau, also wie gesagt, da könnt ihr gerne mal stöbern gehen. Und ja, es sind halt nicht nur Folienmagneten, es sind auch Aschenbecher sind mit drauf. Was hatten wir noch mit drauf gemacht? Die Untersetzer, gell, Micha? Untersetzer, ja. Ja, genau, die Untersetzer haben wir mit drauf getan. Die sind auch wirklich gut, die haben wir jetzt auch schon ausprobiert hier bei uns. Genau. Weil manchmal ist es ja wirklich so, dass man dann zum Beispiel kalte Getränke hat und dann gibt das dann so einen unschönen Rand auf dem Holztisch oder so. Und deswegen haben wir uns dann die Untersetzer darunter getan und dann hatten wir da auch keine Ränder. Ja, gerade bei Getränken, die halt jetzt gerade aus dem Kühlschrank kommen, ist das ganz gut. Ja. Ansonsten, ja gut, mit Kaffee habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert mit einer Kaffeetasse. Aber von der Größe her passt das auch. Also man könnte auch eine Kaffeetasse draufstellen, beziehungsweise einen Kaffeebecher. Das ist alles machbar. Ja, und ich werde jetzt am Wochenende noch Formen selber machen. Also es wird dann auch jetzt demnächst, also ich denke mal, wenn ich Urlaub habe, in meinem Shop noch andere Sachen geben, die ihr kaufen könnt. Und da könnt ihr euch dann mal überraschen lassen, was es da noch so gibt. Genau. Ja, also es wird noch ein bisschen Zubehör geben für Diamond Painting. Und es wird aber auch noch andere Geschenkartikel geben. Ja, da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. So, die 8 haben wir gleich hier schon komplett fertig. Auf dem Stückchen, was ich hier aufgeschnitten habe. Ja, ich hätte jetzt auch hier komplett aufmachen können, aber dann habe ich immer das Problem, dass ich dann so extrem auf der Folie kleben bleibe und das mag ich nicht. Deswegen lasse ich dann immer gern ein ganzes Stück dann noch zu und kann da dann wunderbar mit der Hand drauf gehen. So, ich muss jetzt hier gleich nur die Folie anheben noch ein bisschen. Das ist ein bisschen Wachs am Stein. So. Gut, dann einmal umfüllen. So, jetzt hebe ich mir hier nämlich so ein bisschen die Folie an.
Genau. War eine kleine Ecke von dem einen Stein, ist nämlich ein bisschen auf der Folie gewesen, aber ist ja nicht schlimm. So, und würde ich sagen, nehmen wir jetzt gerade mal eine andere Farbe, damit ihr so ein bisschen den Kontrast seht. Nehmen wir doch einfach mal das D. Das D sieht doch, glaube ich, ganz gut aus, ja. Ja, das D ist so ein Mintgrün. Ich zeige euch das mal gerade. Huch. Oh, dieser Stöpsel, der fällt immer raus. Das ist so blöd. So, da seht ihr es. Also es ist so ein Mintgrün, ist das. Das ist auch richtig schön. Setzen wir das einfach mal. Genau, also mit dem Bild hier dachte ich mir, dass wir da einfach mal starten. Genau, von der Firma hatte ich mir jetzt noch ein eckiges ausgesucht. Das ist ja auch da, das ist ja die Rapunzel. Und ich kann schon mal so viel sagen, ich konnte mir wieder etwas aussuchen. Und da wird auch was richtig, richtig, richtig Tolles dabei sein. Ja, da könnt ihr gespannt sein. So. Genau. Ja, ich hoffe natürlich, euch geht es soweit gut. Das darf man natürlich nicht vergessen zu fragen. Ja. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr an Ostern Urlaub oder beziehungsweise in den Osterferien oder müsst ihr arbeiten? Und ja, dein Gähnen hat man, glaube ich, jetzt gerade gehört, Micha. Ja, der Micha ist müde. Ja. Ja gut, aber wir sind da auch heute extrem früh wach für Wochenende. Ja. Mhm. Ja, ich gehe jetzt noch eine Woche arbeiten und dann habe ich Urlaub. Ja, erst nach Ostermontag gehe ich wieder arbeiten. Das ist toll. Das ist toll. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, es wird auf jeden Fall... Hallo? Hörst du mal auf damit? Es wird auf jeden Fall sehr produktiv werden in der Zeit. Da werde ich so ein paar Sachen in Angriff nehmen. Gut, der hier geht gar nicht mehr. Moment. So. Genau, also da werde ich sehr produktiv sein. Da gibt es dann so ein paar neue Sachen. Und... Bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. So, genau. Gut. Ich hoffe, man kann das jetzt hier gut sehen. In der Kamera. Ich mach mal kurz das Licht aus. So. Ach doch, man kann es sehen. Ja. Der Druck ist sogar so super hier bei dem Bild, dass ich sogar ohne Lichtpad arbeiten könnte. Sehe ich gut. Gerade einfüllen. So, welche Farbe machen wir denn mal als nächstes? Und hatten das F? Das F hat auch so eine Farbe. Machen wir das F. Ja, wir machen das F. Genau. Also die Farbe hier mache ich jetzt noch mit euch. Und dann werde ich allein ein bisschen weiter painten.
Und dann setze ich euch am Ende des Videos wieder ein Bild rein, wie es jetzt dann ausgesehen hat, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video geschnitten habe. So wie das letzte Mal auch. Ich mache mir aber trotzdem gerade das Lichtbett auf Stufe 1. Dann muss ich meine Augen nicht so anstrengen. Weil jetzt ja aktuell auch das Licht hier genau drauf scheint und das spiegelt dann immer so blöd. Aber sonst seht ihr ja nichts. Das ist ja dann nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Genau, also wie gesagt, ich werde dann gleich ein bisschen alleine weitermachen. Und ja, ich werde dann ein Foto mit ranpappen am Ende des Videos, wie das jetzt dann aussieht, wenn ich geschnitten habe. So. Und heute Abend, da painten wir wieder zusammen, oder Micha? Ja. Genau, setzen wir uns wieder zusammen ins Wohnzimmer, machen uns ein bisschen Musik an. Dadurch, weil wir halt jetzt umgestellt haben und umgeräumt haben, haben wir jetzt drüben auch endlich mal unsere Anlage stehen. Das heißt, wir können dann auch Musik hören, die wir auf CD haben. Ja, es ist total oldschool mittlerweile, aber ich liebe CDs. Ich finde die toll. Und ja, werden wir dann heute Abend so ein bisschen Musik hören drüben. Genau. So, das F haben wir jetzt auch gleich fertig. Gucken, da ist noch eins. So, ja. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt erstmal das Video. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden mit dem Bild hier und ich denke mal, morgen wird es dann ein Video auch mal geben zu meinem personalisierten Bild. Da könnt ihr auch wirklich gespannt drauf sein, wie weit ich da schon bin. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und winke, winke. Bis zum nächsten Mal.